Da scheine ich runterspringen zu können. Das werde ich dann gleich mal in Angriff nehmen, wenn ich mir die Truhen hier gesnackt habe. Ja, war jetzt nicht so viel. Okay, 1019 sind jetzt in der Villa-Truhe. Ja, genau, da springt man einfach so da runter. Ist ja quasi nicht so, als ob man da sterben könnte. Warum denn so zaghaft, nicht wahr? Jetzt hier einfach springen und es läuft. Na, dann möchte ich mich doch mal an diese Erinnerung ranwagen. Oder gibt es hier noch mehr Assassinengräber? Ich glaube ja mal fast nicht. Nö. Ich sehe keine auf der Karte, also wird es ja auch keine mehr erstmal geben. Pflege für alle. Ist aber auch ganz... Moment, Pflege für alle, da bin ich doch dabei. Ich brauche Medizin, mein guter Mann. Ach, ich hatte sogar noch Medizin, aber dann kaufe ich mir halt noch neue dazu. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Ja, macht's gut. Ich bin schon ganz euphorisch. Na komm, das Ding reißen wir mal ab hier, sieht scheiße aus. Da haben sie mich nicht von meiner Schokoladenseite getroffen, muss man ja mal so sagen. Ein Wolf im Schafspelz. Verhindern, dass die Verschwörer die Medici-Familie angreifen. Ich gebe mein Bestes. Francesco de Pazzi finden, hier. Okay. Da sehe ich doch schon mal welche von euch. Ihr Halunken, kommt her. Ich werde euch finden, ich werde euch töten, ich werde machen. Da habe ich ihn gefunden. Dort sind Lorenzo und seine Frau. Da ist Giuliano, Lorenzos Bruder. Aber wo ist Francesco? Dort ist er. Zeit für den Schlag. Giuliano, nein! Nein, im Namen Gottes, ich flehe euch an Ungnade! Keine Gnade für dich, du räudiger Hund! Stirb, stirb, stirb! Alter, da geht der voll ab, der Junge. So, darf ich jetzt auch mal eingreifen, bitte? Deine Zeit ist vorbei, Lorenzo. Deine ganze Familie wird durch mein Schwert fallen. Abschaum! Mörder! Also, ich glaub's ja mal fast nicht. Dann kommt mal alle her. Ja, kommt alle her, kein Thema. Achso, der hat mich gar nicht angegriffen. Der hat den angegriffen. Ach, jetzt hör auf, komm, ich greife jetzt einfach an. Hier ist mir doch völlig... So. Moment. Ja, ja, greif mich mal an. Kein Thema, kein Thema, kein Thema. Alter, du bist voll der Mongo. Du sollst nicht ihn angreifen. Ey, wie kann man nur so ein kleiner Mongo sein? Ohne Witz, ey. Du sollst die hier angreifen, Mann. Ja, genau. Ach, komm her jetzt. Jetzt hör auf mit der Rotze. Greift mich mal an. Ihr könnt doch nichts gegen mich machen. Ja, es sind zwei, drei Gegner. Sind das schon? Das muss man ja mal einfach so sagen. Aber, na gut. So, du bist weg, hier schön die Eier treten und dann, so. Ich merke schon, das läuft mit dir. Ast rein. So, du bist auch tot. So, weg mit dir. Ach, jetzt hör doch auf damit. Kannst du mich doch nicht angreifen, wenn ich gerade nicht blocke? Was soll das? Ja, also. Ihr seid ziemlich komisches Typen. Alter. So, jetzt du erstmal weg, Junge. Dann du. Dann greife ich dich an, dann greife ich dich an, ich greife euch einfach alle an, weil das ist mir alles egal gegen euch. Jetzt stirbt doch einfach, meine Jüde, das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, der hat mich voll geblockt, die Sau. Mal, jetzt blockt doch mal wieder, Junge. Oh, ihn mal kurz angreifen hier. Oh, weg mit dir, du bist eh gleich tot. Also, ihm geht's ja noch einigermaßen gut, also eher weniger. Also, er hat schon die Hälfte seines Lebens quasi verloren, aber das ist ja auch kein Problem. So, du bist tot. Oh, jawohl, hier, weg mit dir. Du kannst mir mal voll die Nudel lutschen. Jetzt mach doch mal einen gescheiten Konter, Junge. So, sehr schön. Oh, das war doof. So, du weg.
Jetzt haben wir noch zwei Gegner als da, das ist kein Thema. Ich sehe nur nicht, wann sie mich angreifen, weil der Baum hier im Weg ist. So, tschüss, und jetzt bist du noch du da, na komm. How you? Na komm. Ach man, ich muss aber auch kontern, sonst wird er nicht hier. Na komm. So, weg, tschüss. Ach, ach, abhauen. Ja, sicher. Gut zu knicken, Junge, ich fange dich. Ich werde dich finden. Und wenn das das Letzte ist, was ich tue, Desynchronisation, warum? Ach, deine Mutter, ey, ohne Scheiß, was soll denn das? Wieso bin ich jetzt desynchronisiert, weil ich jetzt mich von dem Medici, vom Medici da ver... ihr Dingsbums hab, oder wie? Ach, deine Mutter, echt ohne Scheiß, das ist doch voll der Rotz. Jetzt kommt mal her, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf euch. Jetzt machen wir mal Rucki-Zucki die ganze Sache. Weil das reicht jetzt, dass es so lange gedauert hat. Dat... Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich werde dir helfen. Aber erstmal warten, ja, erstmal warten, mein Freund. Ja, jetzt werde ich einen Aussichtspunkt benutzen. Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Dieser Tipp war wirklich super. Jetzt mach doch mal hier was. Komm. Ach, weißt du. So, tschüss. Kehle auf, hier schlitzt Augen aus, hier piekst. So muss das sein. Und wir weiden wir einfach den Magen aus und schmeißen dich weg wie ein Lumpen, den wir nicht mehr brauchen. So, jetzt muss ich euch mal angreifen, weil ihr nervt. Ihr nervt einfach, ist so. Alter! So, dich töten. Warte mal. Dich will ich aber auch töten, komm her. Töte ihn! Ezio, töte ihn doch. Ich muss... Alter! Willst du mich eigentlich verarschen, jetzt ohne Spaß? Wieso kannst du ihn denn nicht blocken? Das finde ich total behindert. Greif an jetzt. Ja, komm, du bist eh gleich tot. Dann haben wir es mit dir doch auch hinter uns. So. Warum kann ich ihn denn nicht blocken? Ohne Witz. So, dich erstmal schnell töten. Okay, was muss ich denn jetzt mit ihm machen? Komm. So, komm. Bring ihn um, bring ihn um, bring ihn um. Dann haben wir es hinter uns. Ich sehe nichts, aber macht er nichts. Alter! Achso, ich sollte ihn nur verteidigen. Okay. Ich dachte, ich muss ihn töten. Ach, ihr wollt noch was? Das wird ja immer schöner mit euch, ja, ihr. Oh. Jetzt komm her, du Arsch, Alter. Das ist unglaublich mit dir, echt. So, ihn kannst du auch direkt töten. Guck mal, er sieht gar nicht zu dir hin jetzt. Töte ihn. Geht doch. Ihr habt mein Leben gerettet. So schaut's aus. Keine Ursache. Aber der Mann, der euch das antat, muss bezahlen. Nicht jetzt. Ich brauche erst Hilfe. Zu mir nach Hause. Ich vertraue den Leuten dort. Könnt ihr... Ach, jetzt hab dich nicht so... So, quasi nichts passiert. Andiamo. Ja, komm, dann geleite ich dich nach Hause. Kannst du rennen? Jawohl. Ich verliere eine Menge Blut. Ach, Quatsch. Haltet durch, Signore. Ich mache so schnell es geht. Ach so, muss ich hier zwischendurch auch nochmal mit Leuten kämpfen? Ja, 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 ist schon klar. Ja, komm her. Ich töte ihn. Und seine ganze Familie. Jetzt greif mich doch mal an. Sie werden ausgelöst. So, weg mit dir, du kleiner Mongo. Spart eure Kraft. Oder ich muss eine Leiche abliefern. Wir sind schon fast da. So, dann werde ich dich einfach mal schnell hier. So, zack. Ne, töten werde ich dich jetzt mal einfach nicht, weil geht nicht. So. Tschüssi, Kowski. Ey, was greifst du mich an, du Arschkeks? Was soll denn das? Muss ich denn hier lang jetzt? Hier muss ich lang wahrscheinlich. Kann ich hier nicht einfach vorbeirennen? Ich meine, die sind doch eh voll die Spacken, ey. Die kämpfen mir doch eh gegen die ganzen anderen. Oh, hier geht's irgendwie gar nicht lang. Also, wir müssen in die andere Richtung. Ah, hier schaut's doch eigentlich ganz gut aus. Komm. Alter, ohne Spaß, ey. Könnte vermieden werden. Ha, ich bin mehr als fähig, euch Stücke zu schneiden. Ja, ja, du mich auch. Ich
Gib dir gleich mal Stücke. Ich hab doch nicht den Hahn. So, komm, angreif. Ach man, ihr seid doch scheiße. Ihr sollt mich angreifen und nicht da nur dumm rumstehen wie ein paar Bauern, ey. Ohne Witz. So, komm, greif mich an jetzt. Verdammt. So, geht doch. So, die sind alle tot. Der eine rennt weg. Dann kann ich dich nach Hause bringen. Komm her. Lorenzo ist verletzt. Aprite la porta. Wie lautet die Losung? Poliziano, öffne die verdammte Tür. Beim dreimal größten. Kommt herein. Schnell. Die Stadt ist im Krieg. Beeilung. Wartet. Ich stehe in eurer Schuld. Sagt mir, warum habt ihr mir geholfen? Ihr seid nicht der Einzige, der einen Bruder an die Pazzi verloren hat. Ich heiße Ezio Auditore. Ah. Ihr seid Giovannis Sohn. Euer Vater war ein guter Mann. Er verstand Ehre und Loyalität. Die Leute der Pazzi stürmen den Palazzo della Signoria. Wir können sie nicht mehr lange halten. Nein! Wenn sie eindringen, bringen sie all unsere Leute um und ihre eigenen Teufel an die Macht. Dann würde mein Überleben nichts bedeuten. Ich muss... Francesco de Pazzi. Helft, unsere Stadt zu retten, Auditore. Tötet ihn. Aber gerne doch. Das hatte ich sowieso vor. Ein Wolf im Schafspelz erledigt. Poliziano. Er war ein Wunderkind. Das ist schön. Mit 18 wurde irgendwas gemacht und er ist einfach der Shit. Francesco de Pazzi. Aufgewachsen als Adliger in einer Stadt, die von den neureichen Medici bezaubert war, lernte Francesco das Bürgertum zu hassen. Und ihre Aufsteiger. Er musste mit ansehen, wie die Bank der Medici seine eigene übertrumpfte. Und der jahrhundertealte Einfluss auf die florentinische Regierung entrann ihm. Anscheinend bot ihm der Spanier eine Lösung. Statt sich mit dem dreckigen Bankgeschäft auseinanderzusetzen, musste Francesco nur eine Sache für die Templer tun, um das Bürgertum ein für alle Mal in die Schranken zu weisen. Die Medici töten. Giovanni Auditore versuchte, Francesco durch seine Verhaftung aufzuhalten. Aber die Templer erledigten das. Ah, so ist das also. Es gibt auch noch zu manchen Videos, das ist cool. Aber nichtsdestotrotz, okay, hier ist irgendwie auch nichts Neues passiert, na dann. Signore, ich sah, wie Francesco ein Bataillon um den Palazzo della Signoria herumführte. Ich fürchte, er sucht einen anderen Eingang. Geht, bevor es zu spät ist. Tut, was ihr könnt! Leb wohl, Francesco. Francesco die Pazzi finden und töten, das werde ich doch gerne tun. Na, wir haben ganz schön lange gequatscht, ist schon abends, mein Freund, ist schon dunkel. Es war gerade noch Tag. Scheint das Gespräch ja ziemlich cool gewesen zu sein. Eine Truhe! Meine Truhe. Alles mein? 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 Oh, ich habe fast 11.000 Florin. Ich bin reich. Naja gut, reich noch nicht, aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Wir wollen ja ein bisschen mehr Kohle machen, weil wir müssen ja Geld. Geld und so weiter und so fort brauchen wir definitiv für die Stadt. Ja. Damit wir da halt ein bisschen schöne Sachen machen können. Ausbauen und so weiter und so fort. So, wo ist denn der Spacken? Ist der da? Ne, der ist drin, ist er nicht. Ich komme ja gar nicht rein. Der wird hier irgendwo schon sein. Der ist irgendwie mehr so in die Richtung. Erstmal würde ich mal vermuten, ich werde mal hier so rüberspringen und dann werde ich mir mal die Truhe hier noch holen. Und dann werde ich mal hier hingehen. Und hier erstmal runter, obwohl ich eigentlich gar nicht runter möchte, aber da machst du nix. Wart Mut, ne? So, komm ich da rüber? Ich hoffe es doch sehr, jawohl. Wo ist denn die Scheiße hier? Ach da, ja da ist er doch. Jawohl. Dann ist der Pazzi gleich tot. Aber mal einen Stress weniger hier. Ich muss er bestimmt irgendwie raufklettern. Sehe ich doch schon kommen.